Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses Nail Art Design machen könnt. Dazu braucht ihr erstmal einen blauen Nagellack. Ich habe jetzt einen von, ich glaube, der ist Flumar Super Neon Colors. Hat die Nummer 15 und hat der auch einen Namen? Keine Ahnung, steht hier irgendwo einer? Ich finde jetzt hier erstmal keinen. Nee, ich glaube, der hat keinen Namen. Also so ein Blau erstmal. Dann braucht ihr einen Weiß. Da habe ich im Moment kein anderes Weiß da, deswegen habe ich den Manhattan Pro French Tip Whitener. Er hat die Nummer 11A. Also ich denke mal, es gibt nur ein Spitzenweiß von Manhattan. Und dann habe ich noch ein Rot von Manhattan. Das heißt, hat die Nummer 003 und heißt, habe ich auch keine Ahnung, steht da alles gar nicht drauf. Eventuell Ostertag. Keine Ahnung, kann auch sein, dass ich den aus der LE habe. Jedenfalls ist es ein Rot von Manhattan. Und dann braucht ihr noch ein Schwarz. Da habe ich jetzt das Schwarz von der Color Show von Maybelline Yarde, New York. Und es hat die Nummer 677 und heißt Blackout. So. Dann braucht ihr einmal ein Stamping Set, wo ein Eiffelturm drauf ist. Ja, das war's dann, glaube ich, auch schon. Und dann könnt ihr einfach anfangen. Also, ich habe jetzt diese Linien hier frei Hand gemacht. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch vielleicht auch irgendwie so. Kennt ihr diese? Also, entweder es gibt ja diese Streifen bei eBay zu bestellen, die könnt ihr dann in die Mitte kleben. Oder ihr könnt auch euch aus Tesafilm oder diesen Fotoecken hier Streifen rausschneiden. Und die dann in die Mitte kleben. So, jedenfalls fange ich jetzt erstmal mit der blauen Farbe an. Ich habe hier schon weißen Klecks drauf. Der ist da, bei, als ich das Design der Uhr gemacht habe, glaube ich, drauf gekommen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, in die Mitte kommt ja sowieso weiß. So. Ich mache zuerst die äußeren Streifen. Also, das heißt blau und rot. So, und bevor ich dann weiß mache und die zweite Schicht von blau und rot, lasse ich das erst einmal kurz trocknen. So, wenn die Farbe dann halbwegs getrocknet ist, dann können wir erstmal das Weiß in die Mitte machen. Das ist jetzt so ein dünner Pinsel, weil ich ja das Weiß nur vom Spitzenweiß, also Tip Whitener habe. So. Jetzt lasse ich das wieder trocknen und dann bis gleich. So, mein Nagellack ist jetzt trocken und ich habe auch schon eine zweite Schicht drüber gemacht. Und jetzt nehmt ihr euer Stamping Set zur Hand. So, und dann müsst ihr schnell das hier drauf drücken. Zack. Und schon habt ihr den Eiffelturm auf eurem Nagel. So.
Das war es eigentlich auch schon. Wenn ihr noch irgendwie schwarze Ränder dann dort habt, könnt ihr das mit dem Nagellackentfernerstift abmachen. So, dass aber auch nicht die Farbe darunter abgeht. So. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.